Es ist Mittwoch, hoffe ich zumindest. Willkommen zurück zu God of War Ragnarök. Und Ragnarök in der Tat ist eingetroffen. Wir müssen noch zwei Raben jagen, Sutre wecken, ihn irgendwie dazu bringen, sich mit seiner Frau zu vereinigen, was auch immer hier als Frau durchgeht. Wo zur Hölle ist die Axt eigentlich? Die war doch gerade irgendwo in den neuen Welten verteilt. Sutres Frau. Wo ist sie? In Nivelheim, glaube ich. Ach, guck mal. Das, Ja, andersrum. Muss ich jetzt echt darüber springen? Das ist so eine Truhe, die ich letztes Mal nicht machen konnte, oder? Ja, die Schmiede. Ich wüsste jetzt nicht richtig, warum ich an irgendeiner random Schmiede interessiert bin, aber. Gerne? I guess? Wer genau sind die? Ist das ein Springer? Ich höre da was. Tatsächlich erst, seit ich in diesen Tunnel gelaufen bin. Das ist unser vorletzter Rabe, ne? Achtung! Doch! Ihre Prophezeiung sahen und dann getrennte Wege ging, um dagegen anzukämpfen? Verständlich. Hoffentlich verstehen Sie, warum jetzt Zeit für Ragnarök ist. Göttliche Asche! 1000! Aber der Rabe ist doch direkt hier, oder? Ach lol, der steht ja mitten im Feuer. So, 47 von 48 Raben. So, war das der eine Rabe, der uns hier gefehlt hat in der Region? Scheiße. Das war der eine brennende Klippe-Rabe. Ja, dann müssen wir aber noch mal ein bisschen weiter. Einer fehlt noch und der ist hier irgendwo hier. Achso. Oika! Ist es Donnerstag? Ja, was habe ich gesagt? Achso, ich habe gesagt, dass Mittwoch ist, ne? Ja, das liegt daran, dass wenn diese Episode, wenn alles funktioniert, auf YouTube rauskommt, nämlich das mit 133, dann ist Mittwoch. So, hoffe ich. Da drüben. Das ist absolut irrelevant. Ist das hier nicht einer der Orte, wo wir schon mal waren? Hier ist ein Weltenriss. Ja, tatsächlich, das ist einer. Ich war auch noch mit Thor, der irgendwelche Löcher an den Wänden gemacht hat. Achso, das ist ein Geist. Ah, lol. Du stehst in Flammen, aber das wusstest du wahrscheinlich. Ist mir absolut bewusst. Oh, die können Dings machen. Das hat voll überhaupt kein Damage gemacht, ne? Aber wenn die nicht darauf kapitalisieren können. Der Geist nervt am meisten rum, ne? Dafür, dass ich ihn komplett ignoriere. Die hauen rein. Ja, warte mal, lieber Geist. Der Speer scheint tatsächlich irgendwie eine gute Möglichkeit zu sein, gegen die. Ich bin noch weggerollt. Eine absolute Frechheit ist das. Könnte hinter dem Lavafall sein. Du kennst dich aus. Zumindest war hier letztes Mal etwas, als wäre eine Schmiede aussah. Ja, ich meine, prinzipiell war Kratos auch schon mal hier, ne? Weil ich meine, kanontechnisch haben wir das doch hier alles gemacht, oder nicht? Also, das ist so nach offizieller Stimmung. Gibt's hier noch was zu entdecken? Weil hier ist doch irgendwie alle Tor einfach weg durch die Gegend gesprungen, da habe ich einen Scheiß gemacht. Oder? Dass ein Leute, den es Toppe gibt. Wir müssen auf Sutre gefasst sein, falls er uns nicht helfen will. Gefasst? Laut Prophezeiung vereint er sich mit Shinmara. Aber wer weiß, was die beiden davon halten. Du würdest versuchen, diese urzeitlichen Geschöpfe zu etwas zu zwingen? Naja, ich weiß nicht. Ohne sie gewinnen wir diesen Krieg nicht, oder? Naja, also das ich meine, prinzipiell. Oh. Wir müssen nah sein. Ich kann die Schmiede hören.
Ich auch, aber was ich auch sehen, was ich auch hören kann, ist zerstörbare Steine und Loot. Und das ist ja mal wesentlich wichtiger. Komm ich da am besten ran? Von hier aus? Ich meine, hier ist so ärgerliches Feuer, was genau an der richtigen Stelle steht, ne? Geht das in die Lava rein? Nee. Na, das wird, glaube ich, nicht klappen, was ich hier gerade vorhab. Oder? Es klappt sogar noch mehr nicht, als ich dachte, dass es nicht klappt. Es könnte aber klappen. Ich meine, da habe ich zwar nur zwei erwischt, das weiß ich noch nicht so richtig, was mir das bringen soll. Ich glaube, wir müssen da rüberspringen, um einen anderen Winkel zu bekommen. Oder wir stehen einfach hier, was wahrscheinlich wesentlich einfacher ist. Reicht nicht einfach schon die Lava, um das Ding zu aktivieren? Was? Ist das nicht? Ist das nicht ausreichend? Jetzt ist der erste Kreis wieder ausgegangen. Wir haben diese Bubble auch schon mal länger gehalten. Eins. Und jetzt sind wir die dritte, was das wieder sehr schön macht hier. Hey. So. Na bitte. Ja, ja, super, bitte. Was ist das hier eigentlich schon wieder für ein Vieh? Warum ist es halb aufgefressen, hat noch Fleisch, ist aber trotzdem wie verbrannt? Irgendwie diese Feuerschalen-Dinger wollen mich immer wieder ärgern, habe ich das Gefühl. Ich habe eben Probleme, das dritte Ding hiervon zu sehen. Wenn die beiden standen, hat direkt... Was ist dahinter? Nee. Oh. Das können wir sogar direkt treffen, oder? Nee, können wir nicht, weil Gründe. Ist vielleicht ein Grillunfall? Bitte. Ja, ich denke auch, dass Grillunfälle passieren in Muspelheim sehr häufig. Geht doch. Das war wieder die Mechanik, das eine Ding mit dem anderen anzumachen. Hey, ein Blutmet. Hey, voller Bauch. Das waren alle. Jetzt fehlt uns wahrscheinlich noch das eine Ding in Vanaheim, was ich nicht... Nee, in Alfheim, was ich nicht habe, weil ich zu dumm bin, das letzte Ding zu finden. Da vorne. Sei bereit. Oh, ein... Phantom! Warum hab ich denn... Hey, hallo. Greife an, denn es leuchtet! Ach, diese Flammenphantome. Hatte ich eigentlich irgendeine effiziente Kampftaktik gegen diese Viecher? Also einfach außer wie irre auf die Viecher einzuprügeln? Der Kern ist geschwächt! Schnell! Achso. So ein kaputter, und da war ja was. Die Quellen, das ist unsere Chance! Ich gebe ja mein Bestes! Ich bin doch weggerollt!
so treffen? Was soll ich gerade hier versuchen? Das sind Flammen, aber das wusstest du wahrscheinlich. Ja, pro Flammen. Ich habe hier den super... super toll mächtigen Flammenangriff. Der gegen so ein Flammenphantom bestimmt... bestimmt total mächtig ist. Ich verliere übrigens gerade. Weil ich irgendwie ein bisschen gierig bin. Der Kern ist geschwächt. Schnell! Aber woran man erkennt, dass der Kern geschwächt ist. Ich nehme von diesem Scheiß halt jedes Mal Schaden. Hallo! Ich wurde gerade dreimal hintereinander getroffen. Oh, ich habe vergessen, Heilsterne zu kaufen. Das ist so dumm. Du stehst da, wirst gehauen und kannst nicht mehr ausweichen. Das finde ich kacke. Ich meine, was könnte ich denn jetzt tun? Das Vieh prügelt einfach weiter auf mich ein. Das Ding ist jetzt aber geschafft, ja? Na gut. Burn is on fire, aber sowas war. Da vorne. Sei bereit. Greif an, wenn es leuchtet! Es betäubt! Die Quellen ausschalten. Oh wow, man kann tatsächlich mehrere machen, wenn man schnell genug ist. Das wusste ich nicht. Ich dachte mal, das ist halt. Das sind Flammen, aber das wusstest du wahrscheinlich. Dass man halt das. Ja, jetzt aber liegt das Vieh auf dem Boden, wo ich nichts gemacht habe. Eine seiner Runenquellen muss versteckt sein. Die Säulen sehen schwach aus. Vielleicht ist dort eine Quelle. Skalber! Hey, Exorzist. Was? Ich wollte gerade sagen, das ist lächerlich hier. Gratis zerdrückt heldenhaft Kugeln. Yay, Loot. Gute Arbeit. Ich bin völlig verschwitzt. Wie das Frostphantom nur mit Feuer. Wow. Winterballas Waffensturm. Was ist das denn jetzt noch? Schwerer? Nö. Leichter? Jetzt Sturm? Was genau haben wir gerade... wir haben... mit Trauben haben wir es gefunden. Na, hier. Eine Reihe von chaotischen Wirbelstürmen wütet über das Feld und fügt einen gegen ihren Schaden zu. Die Artillerie hat halt null Cooldown, ne? Das macht die halt so brauchbar für mich. Ziehen sie alle Gegner heran. Huldu-Vorstoß. Gebirgsspalter. Das Ding sollte ich mal durchleveln, fällt mir gerade so auf. Das wäre vielleicht mal ganz klug, ne? Ich meine, ich habe mehr Erfahrungspunkte, als ich jemals gebrauchen kann. Hab die Sachen nicht gelevelt. Habe ich noch was nicht gelevelt? Das auch nicht. Da war ich mich doch jetzt... das Ding habe ich auch nicht gelevelt. Was ist denn hier los mit mir? Falsche Sparsamkeit hier. Da rennst du mit einem Arsch voller XP rum. Und dann benutze ich das Zeug nicht. Da ist ja auch ein Anfängerfehler. Na gut, dann gucken wir uns mal, was es mit diesem Schmied auf sich hat. Ich glaube, jemand mit uns reden möchte. Ich sehe
eine Menge geschmolzene Dinge. Und eine kaputte Truhe. Das muss er sein. Wir fragen ihn. Wen? Ich höre einen Raben. Ich sehe noch keinen Raben. Wir sind offensichtlich in einer neuen Region, oder? Sudros Schmiede, okay, das ist... Ach, das ist da hinten, das Sud! Ich habe halt ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt vorlaufe... ...dass ich denn nichts mehr machen kann, wenn ich jetzt rüberspringe. Ich höre halt irgendwo diesen komischen Raben noch in der Entfernung. Na gut, dann springen wir halt rüber. Hier liegt eine größere Anzahl geschmolzener Schwerter rum. Sutur? Entweder ist er das nicht, oder er ignoriert uns. Komm. Ich kann leider noch nicht, Atreus. Ich habe hier noch... Ich habe hier noch Projekte. Das Vieh, hör das doch. Ist mal Keramik killen? Ja, die könnte wichtige Schätze enthalten. Doch hinter mir? So rein von der Akustik höre ich das Ding in der Richtung, der ich gerade gehuckt habe, so irgendwo da vorne. Bin ja sowas von nicht bereit, dass jetzt hier am letzten Rahmen... Der ist irgendwo da oben, aber ich glaube, ich kann die von hier aus einfach nicht sehen. Ganz herzlich, das Ding, das Zeug da. Und das ist halt nicht der Rabe. Wir rennen übrigens gerade in den Rücken zu Sutre, was ich auch überhaupt nicht möchte. Für einen Feuerriese übrigens überraschend kompakt, der Dude. Da ist er! Warum hat das nicht als 100 von 100 gezählt? Okay, hat's aber. Gut, das waren alle Rahmen. Schön. Und anscheinend ist gerade nicht der Moment, Questfakes zu machen. Okay, ich würde aber sagen, mit Sutra reden wir beim nächsten Mal, oder? So rein thematisch und spannend. Ja, machen wir so. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mit Zutra reden. Das wird bestimmt längere Diskussion. Wir sehen uns bis dahin. Ciao.